Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei L19er Karte von Thüringen, Version 3.1.01. Ich fahre mal einen LKW aus dem Kuhstall raus. Mir ist aufgefallen, dass die Tiere jetzt nur 40% Gesundheit haben. Ich werde mir jetzt die nächsten Tage mal nicht die Nacht über schlafen, sondern einfach mal im besten Fall schnell vorspulen. Und ich gebe jetzt mal den Ladung Stroh. So mal als Versuch. Und Stroh ist mir fast alle. Aber daran kann es normalerweise nicht liegen. Das wäre zu einfach, ne? Ja, futtermäßig weiß ich auch nicht, ob es daran liegt, ob ich da, weil die kein Klee-Heu haben oder Heu an sich. Aber ich habe hier ein paar Heuballen zu liegen. Die könnte ich ja theoretisch später mal dazugeben, ne? Wenn es daran liegen sollte. Aber ich glaube auch eher nicht. Denn wir haben ja frisches Gras. Und für Rinder ist ja normalerweise das ideale Futter, ne? Denn mehr brauchen sie eigentlich nicht normalerweise. Normales Gras bekommen, ausreichend Wasser und so, dann ist alles kein Thema. Wasser werde ich gleich nochmal aktivieren. Es läuft zwar über die Pumpe, aber da ist nur ein minimaler Tank voll, ne? Also der ist ja nur prozentual in geringen Mengen gefüllt. Und das könnte auch nicht der Grund sein normalerweise. Wenn ein bisschen Wasser da ist, reicht es ja aus. Ich weiß es nicht. Einfach mal probieren, dass ich mal nächste Nacht nicht schlafen werde. Das Problem hatte ich ja schon mal gehabt, dass die Tiere dann nachher nachts gestorben sind. War damals, soweit ich weiß, ein Fehler von Seasons gewesen. Aber wie gesagt, das ist, ich weiß es heute nicht. So. Stroh an sich ist immer besser für die Tiere, ne? Wo die in den größten Stellen eigentlich kein Stroh bekommen, ne? Oder nicht mehr so viel. Oh, geht noch eine Ladung rein. Dann muss ich den Fett da vorne wegfahren. Ich hänge den Rand fest. Weil der Stall ist ja auch nicht mistig. Könnt ihr mal sammeln aktivieren, weil die drin ist ja eigentlich dann, wenn überhaupt, Silage, ne? Als Mist. Und dann nimmt's ja auf. Wenn was liegen würde, ne? Ja. Da liegt nichts, also daran liegt's nicht. Ja. Gut, denn. Ja, und hier ist eigentlich voll. Vom Futter her. Normalerweise müsste auch Heu drin sein, aber blickt ja auch nicht ganz durch. Mais Plus hat so ein bisschen und jetzt haben wir jetzt Klee, Mais oder Grassilage. Also wir haben kein Frischmais, wir haben auch kein Klee drin, also frisch, sondern also höchstens Gras. Ne, Gras haben wir auch nicht drin. Wir haben ja nur in Anführungszeichen, ja, Klee. Ne. Da muss man schauen, wie sich entwickelt. Das waren jetzt die Ballen für mit Luzerne und mit Klee, Silage. Ja, ansonsten mache ich jetzt weiter mit ganz normalen Hacknutzel fahren. Das scheint so leise zu sein. War ich auch so. Na, ist nur. Kann mir lauter machen. Jo, stehen lassen. Also.
Ja, da muss ich mal schauen, wo das liegt. Woran das liegt. Keine Ahnung. Ob das zum Morgen besser wird. Hoffe jedenfalls, ne? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich habe das mal früher anders gelöst. Ich habe dann die Kühe komplett in einem Stall gefahren. Das wäre hier heftig, ne? Ja, sehr viele Kühe. Ja, Stroh ist hier auch. Na gut, globalen Markt habe ich noch viel Stroh drin. Müsste ich nur kaufen. Ich hatte ja mal sehr lange Zeit viel Stroh da reingefahren, um es zu retten, kann man sagen. Weil ich hatte hier viel auf Lager gehabt, beziehungsweise viel geerntet. Und ich habe gleich globalen Markt gefahren. Weil das Lager war hier schon voll. Muss ich mal sehen, dass ich da drüben auf dem Marsch mal Stroh zu Pellersfabrik fahre. Ne? Das war mal Produktion. Bisschen läuft. Ansonsten fahre ich nächstes Mal hier zumindest ein Feld hier rein. Ne? Sammelwagen. Zwei müsste ich eigentlich haben. Und wenn ich nur einen noch kaufen. Einer wird ein bisschen wenig sein, aber wie gesagt, wenn einer fährt, lass noch fahren. Nur Regen darf nicht kommen, ne? Weil wir aktuell diesen Hügel nehmen wir auch weg. Aussteigen. So. Der verkehrte Modus, aber trotzdem gespeichert ist gut. So, mal gucken. Hilfe. So, hier Hilfe, ja genau. Hilfsmenü. Anheben. Ey, mal lieber einmal nachlesen, bevor das hier Anführungszeichen dann schief geht, ne? Jetzt hat man ganz schnell einen Berg und das ist halt ungünstig, ne? Ja, Regen. Ja, Regen wäre für die Ernte schlecht. Ist aber noch nicht reif, ne? Also von daher ist es nicht ganz so tragisch, aber wie gesagt, sollte ja eigentlich die Ernte mal beginnen, ne? Ja, vielleicht morgen. Ich muss mal sehen, dass ich das Pferdegas noch gedüngt kriege. Das kann man nicht ganz alles durch. Hatte ja bei Cosplay nicht gespeichert und das Ganze nochmal zu fahren wäre auch sehr mühsam. Ich muss weiter anlaufen. Ein Anlauf nicht, Quatsch. Mal zurückfahren. Um da halbwegs gerade reinzukommen, ne? Halbwegs. Ich muss mal schauen, ob ich für Mist was Besseres finde. Ne? Also aktuell bin ich mit Mist fahren zurzeit nicht zufrieden. Ne? Junge, ein bisschen weiter links, ne? Ja, jetzt geht's. Ob der Hänger hinterher kommt, schauen wir nicht. So. So. Müsste eigentlich jetzt reichen normalerweise. Für heute und für morgen. Wow. Guck mal ins Menü rein. Was noch fehlt? S, ne, S. Ne, Alt S. Jo, Stroh. Stroh ist voll. Wasserpumpe, wie gesagt, einmal ein bisschen aktivieren. Ja, alle Tiere auf 40%. Kuhstall 2. Da ist aber fast vom Putzen angesagt, ne? Das ist. Da ist aber auch jetzt sauber 100%. Aber kein Stroh. Und da ist auch kein Heu. Also daran kann es nicht liegen. Wassermäßig. Mal gucken gleich. Da ist gefüllt. Na, hier sind ein paar mehr Kühe und das heißt ja auf ohne dass man mehr Wasser geben muss, ne? Obwohl jetzt Regen zockt auch ein bisschen was reinkommt, aber wie gesagt, ob es daran liegt, glaub's nicht. Lassen wir fahren, ne? Ja, ich mache weiterhin Hackschnitzel, weil andere arbeiten. Achso, jetzt gucken wir gleich mal, bevor wir da wieder einstellen. Beim Pferdegras. So,
Feldfrüchte. Gedüngt. Also die Ecke noch düngen und da oben. Das machen wir gleich manuell. Und die Karte kann ich nicht ändern, ne? Ich versuche mal jetzt ungefähr das manuell hinzukriegen. Mein Pferdegras. Ich habe ja den Mod hier für ja, deaktiviert. Ich habe mal so festgestellt, das ist irgendwie nicht ideal. Und hier ist extrem viel Regen. Vielleicht mache ich wieder Aktivierung, wenn dann mal das Geomod mal ein Jahr durch hat, ne? So ist aktuell vom Wetter her unberechenbar. Und mal schauen. Ich habe es ja nur deaktiviert. Sonst könnten wir jetzt keine 20 km/h fahren, denke ich mal. Ist beim Realismus so, dass man halt sehr viel auf vieles verzichten müsste, ne? Und das ist ja auch dann schon ein anderer Schwierigkeitsgrad, ne? Anführungszeichen. Man muss mehr, man braucht mehr Zeit, man muss mehr warten, bis trocken ist, dann kann es rauf, ne? Auf Asphalt, ne? Ich weiß nicht, Pferdegras kommt garantiert dann, wenn ich überall die Erde habe, ne? Vermute ich mal ganz stark. Ach je. Ich dachte, ich gehe ein bisschen breiter. Helfer. Egal, probier es mal mit Helfer. Mal sehen, wie er wendet. Ich habe heute mal den Performance-Modus auf Balance eingestellt. Ist nicht ganz so heiß, ne? Ja, nicht doch erwendet. Ja, das war Bäume immer gefährlich, ne? Also. Also macht die Richtung, ne? Ja, gut. Ich sag mal, wenn hier alles gedüngt ist, ja Gott, ne, was soll's, ne? Gut, lass mal hier noch arbeiten, kommt eh bald die Meldung, dass fertig ist. Und hier muss ich mal schauen. Dass ich hier mal die Stuppen wegmache, bevor ich anfange. Und dann werde ich mal den Kurs ein bisschen anpassen. Ja, den muss ich entfernen und ist nachher blöd, man. Beim zweiten Mal nachher, wenn man ja gepflanzt haben, dann, wenn man Bäume fällen würden, das fährt sich echt schlecht, wenn sie hoch sind, ne? Überhaupt welche da sind. Ob ich heute noch welche Pflanze, Bäume, mal sehen. Wäre eine Option, ne? Ist ja feucht genug, ne? Von daher sollten die eigentlich anwachsen normalerweise. Und pflanzen wollen sie nicht im Sommer normalerweise. Weil die Erde ist einfach zu trocken normalerweise. Entweder im Frühling oder im Herbst, ne? Wo es im Frühling besser ist. In Anführungszeichen, weil dann der Boden nicht mehr gefroren ist. Jetzt hier nicht mehr so tief frieren kann. Wenn es eine Wurzel komplett mit frostiger Erde also umgeben ist, kann ich kein Wasser aufnehmen und ohne Wasser kann die Pflanze nicht überleben, weil die Wurzeln
Dann mein jungen Baum recht klein, ne? Oder beim frisch gepflanzten Baum auch. Aber sie brauchen halt anfangs Zeit zum Wachsen. Ne? Nach je nach Höhenlage ist es immer unterschiedlich, geht der Frost entsprechend früher raus. Und dann pflanzt man halt. Ne? So, bitte. Ich weiß ja nicht, ob nun heute beziehungsweise morgen der 3 fern würde. Das ist mir jetzt gedacht, schon heute eigentlich. Ich wäre natürlich äußerst blöd, wenn das der Regen ist. Dann wäre es auch nicht gern. Dann wollte ich eigentlich Weiz und Gerste ernten. Ne? Ja, Stroh und dann Stroh haben wollen und dann so ein Regen. Das ist dann auch schlecht. Weil er geht zu schnell weg vom Feld. Ist aber nicht realistisch, ne? Also. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass hier die Jahreszeit nach Tagen gerechnet wird und nicht nach Monaten. Denn 3 Tage im Prinzip ist ja jeder Tag ein Monat ungefähr. Ne? Und ein Vierteljahr, sagt man so, gut, Strom nicht gerade mehr. Ne? Und verrotten komplett wird es nicht. Ne? So, haben wir das mal schon mal weggemacht. Muss ich mal ganz kurz den Kurs hier ändern. Bei unseren Abfahrern, dass wir ein bisschen weiter reinfahren können. Ich muss ja sonst zu viel hin und her fahren, ne? Muss ja auch nicht sein. Ja, 4 Abfahrer, das ist ein gutes Zeichen. Einer ist noch oben beim Stall. Ja. Dann könnte ich den Kurs... Ach, den lasse ich mal. Ich kann einfach hier mal zurückfahren. Beziehungsweise mal eine Ehrenrunde fahren. Und dann hochfahren bis zum... wo jetzt die ersten Bäume wieder anfangen, ne? Ja, bei mir ist Mittwoch und bei euch ist Samstag, ne? Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich vergesse es meistens. Also die ersten Aufnahmen ist immer so, dass ich da ja, mir den Kopf mache wegen, funktioniert alles, klappt alles, läuft alles rund. Läuft die Aufnahme, passt die Qualität, hoffe ich jedenfalls, ne? Also was. Da. Gut, den muss ich nicht verbinden, ne? Das ist ja so. Ja, hier will ich später neue Bäume pflanzen, in der Hoffnung, dass ich hier mal auch wieder die dann entsprechend mal wieder fällen kann, ne? So, fahren wir hier zurück. Den Kurs werde ich nachher nicht löschen, nur einfach die Punkte unterbrechen. Also das Prinzip, dass der keiner mehr irgendwie ohne Absicht da durchfährt. Und wenn die Bäume dann wieder gewachsen sind später, dann ist es ganz gut, wenn da keiner reinfährt. Ohne dass ich das beeinflusst habe, ne? Aber erstmal stehen keine Bäume, von daher sind schon so hier irgendwo angefangen. Ein Punkt. Das ist eine Punkt rechts. Den muss ich mal verschieben. Im Grundkurs habe ich aus dem Forum runtergeladen von Castor. Von einem der Mitglieder. Ist irgendwo von einem meiner Videos verlinkt. Ist aber schon eine Weile her. So, verbunden habe ich das schon mal. Jetzt muss ich nur einen Zielpunkt eingeben, Ball 12, ne? Zum Beispiel Ball 12-2 oder so. Was sagt
eigentlich der Wetterbericht. Alt ist besser geworden? Nö. Wetterbericht. Die ganze Nacht Regen bis ja, den ganzen Tag. 0 Uhr wird es trocken. Dann haben wir Donnerstag trocken und einen Tag. Und dann wieder Regen. Freitag. Aber dann trocken. Also, das sieht denn gut aus. Wenn es so bleibt, ne? Heute ist klar, der Tag ist in Anführungszeichen für die Ernte eh schon weggeworfen, kann man sagen. Ist leider so, ne? So. Machen wir hier mal einen Punkt. Kann hier vorne sein. Aber da zum Beispiel. Schreiben wir auf. Ja, mit Mausrad aktivieren, muss ich jetzt kurz überlegen. Was stand zuerst? Bald am Feld 12. Ja. Jo, bald. Ja, am Feld. Am Feld 12. Sagen wir B. Ist das auch nicht relevant, weil letztendlich ist der Wald weg und dann braucht der Wald ein bisschen zu wachsen und bis dahin habt ihr sowieso vergessen, ne? So. B. Gut. Hier steht. Muss ich mal alle aktivieren. Oh, ich sehe gerade Überlänge. So, liebe Schauer, das wird es auch schon für heute gewesen sein. Auch nicht so schlimm. Das ist nur für einen dummen Algorithmus von YouTube. Ja, ist aber schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, schon einen schönen Rest Samstag. Ne, möge euer Tag gut, auch gut gehen. Ja, dann tschüss. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder am Sonntag. Tschüss. Würde mich freuen.